Freunde, wir schreiben den 24. Dezember 2015 und das heißt natürlich Heiligabend, das heißt Geschenke, Geschenke, Geschenke und zu dem Zeitpunkt, an dem ihr dieses Video seht, ist wahrscheinlich die Bescherung mittlerweile schon vorbei. Ihr habt wahrscheinlich schon ein bisschen Zeit mit der Familie verbracht und habt euch jetzt zurückgezogen, um eventuell die Zeit euch ein wenig zu versüßen mit ein paar Giant-Videos. Und falls dem so ist, dann großartig. Dankeschön schon mal dafür, für eure Views natürlich. Generell, ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Weihnachtsfan. Ich liebe Heiligabend, wie schon angesprochen, eben natürlich die Geschenke an zweiter Stelle. Dann an erster Stelle natürlich erstmal ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen und dann sich eben dann gegen Abend mal so ein bisschen zurückzuziehen, um eventuell die einzelnen Geschenke mal ein bisschen auszuprobieren, je nachdem, was es letzten Endes eben ist. Und sich dann natürlich noch ein bisschen mit YouTube zu vergnügen. Und ich würde sagen, heute an Heiligabend kann man ja mal einen Gang zurückschalten, mal Games zocken, die ein bisschen leichter zu verdauen sind. Und welches Game würde da am besten passen als Little Inferno? Und generell ist das ja eigentlich ein Let's Show, aber wir wollen mal nicht zu viel ins Detail eingehen. Aber wir können schon mal auf die Steam Store Page schauen. Das Game gibt es momentan für 9,99 €. Kann aber sein, dass es noch reduced wird, denn das Game ist auf jeden Fall schon eher, ich würde sagen, weihnachtsbased und ist relativ leicht verdaulich eben. Wie gesagt, das Game wurde übrigens von, wem war es nochmal? Tomorrow Corporation gemacht, die auch World of Goo übrigens rausgebracht haben, was ja auch relativ bekannt ist. Und ich glaube, World of Goo ist ein bisschen bekannter als Little Inferno. Das Game wurde released am 19. November 2012 auf Steam und hat sehr, laut Steam User Reviews, ist es auf Very Positive in 4979 Reviews, also schon sehr gut. Und hat einen Metacritic Score von 68 aus 100. Ist in dem Fall nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste. Leicht über dem Durchschnitt und somit schon mal nicht schlecht. Und hat 4 Awards eingeheimst, laut der Steam Store Page. Vielleicht noch ein paar mehr. Und ich würde sagen, am besten kann man dieses Game zocken oder sich ein Bild über dieses Game verschaffen, indem man es einfach mal selber zockt. In diesem Sinne würde ich sagen, I report with my hands. Dann schauen wir mal rein. Ich habe schon, wie ihr hier sehen könnt, muss man den Sound ein bisschen leiser machen, damit ich hier noch mein eigenes Wort verstehe. So. Hat übrigens auch einen Award bekommen für Design und Musik und da kann ich definitiv zustimmen. Habe ja schon mal kurz eine Minute lang gezockt, um mal zu gucken, ob eben auch alles läuft und dem ist auch so. Also bisher habe ich quasi noch gar nichts zu dem Game mitbekommen, außer das eine Video von den Game Grumps, was ich eben gesehen habe. So, touch and hold anywhere to make a fire. Das heißt, wir müssen die linke Maustaste klicken und dann können wir hier quasi so ein Feuer machen. Momentan können wir hier nichts anbrennen, außer natürlich das hier. Und zack. Großartig. Diese Blöcke hier können wir auch verschieben. Die kann man, glaube ich, nicht komplett anzünden. Beziehungsweise die gehen nicht. Ah doch, die gehen kaputt. Nice. Also man kann ja quasi wirklich alles kaputt hauen. Und darum geht es hier auch in dem Game. Congratulations on the legitimate purchase of your brand new Little Inferno Entertainment Fireplace. Genau. Deswegen sage ich ja, leicht verdaulich. We've lovingly crafted each fireplace to warm your home and your heart. Stay warm in there. Wee. Love, Miss Nancy. Alles klar. Damit kann ich den Sound doch ein bisschen höher machen. Sehr schönes Ambiente. Terms and Conditions. Genau, also wir müssen quasi alles, was wir jetzt bekommen, müssen wir in diesen Fireplace reinhauen und dann können wir das nacheinander eben verbrennen. Wir können es, glaube ich, sogar nochmal hochgehen. Genau. Und noch ein bisschen durchhauen hier. Und für jedes, was wir eben hier verbrennen, bekommen wir auch Kohle. Wenn es mal im echten Leben so leicht wäre. So, das kann man auch nochmal schön verheizen. Kobe! Dafür bekommen wir anscheinend nichts. Das Ganze nochmal. So, hier bekommen wir wieder was. Und direkt wieder eine neue Nachricht. Was haben wir denn hier? Goodness! Have you already burned all your things? That's okay. You can always buy more with your brand new catalog. Love, Miss Nancy. You've got catalog. Nice. Okay, wahrscheinlich nicht mehr von Quelle, weil das wäre ja nicht mehr up-to-date heutzutage. So, schauen wir mal. Wir haben insgesamt 17 Coins und hier haben wir eben alle Sachen, die wir kaufen können, zumindest in diesem Katalog. Little Inferno Collector Poster, Farmed Limited Edition Poster. Framed. Zu wenig Dota. May lose value when burned, wahrscheinlich. Corn off on the cob. Made with all natural high fructose corn syrup. Also doubles as car fuel, okay? Und Leather Blocks. Optional Profanity Blocker.
Accessory for easier parenting. Nehmen wir nochmal hier dieses Korn-Dings und noch ein bisschen was hiervon. Und ein Wecker war noch. It was all a dream. Ja, den Wecker kann man auch verheizen, warum nicht? Someone else's credit card. Okay, wir haben erstmal drei Sachen. Momentan können wir hier nicht mehr nehmen und hier auch wie bei den Geschenken eben. Oh, was haben wir denn hier? Kann man damit irgendwas? Ich glaube, da können wir kein Wort draus machen, oder? Ist ein bisschen wie Scrabble, also schreibt's mir gerne in die Comments, falls ihr hier irgendwie ein Wort draus machen könnt. So, machen wir erstmal das Korn, das müsst ihr auf jeden Fall pop machen wahrscheinlich, ne? Sehr cool. Ah, I love it. Was haben wir hier? Was ist das? Use stamps on any shipped package to make it arrive instantly. Just click on the shipped package in your mailbox. Alles klar. Stimmt, ein bisschen Zeit haben wir ja gesehen, braucht es ja, bis es eben ankommt. Können wir das auch noch? Okay, das bleibt anscheinend noch hier, alles klar. So, dann, ups, das wollte ich nicht. Dann machen wir das Ganze mal so. Yeah, boy! Alles klar, was haben wir? Ah ja, die Alarmglocke, genau. Können wir die irgendwie antippen oder so? Nee. Aber ich glaube übrigens, das Game war zuvor ein Game... Oh ja, so, sehr gut. Nicht an Weihnachten, mein Lieber, nicht an Weihnachten. Da kannst du mal schön leise bleiben hier. So, was haben wir hier? Credit Card nehmen wir auf jeden Fall auch noch, genauso wie... Doesn't seem to stick to metal for some reason. Okay, dann haben wir Sleeping Idol und Battery Pack. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn man die in dem Fall verfeuert, aber okay. Game Logic. Genau, hier sehen wir es gerade. Das hier können wir quasi direkt skippen, wenn wir eben hier einen Stamp benutzen. Credit Card machen wir auch noch. Oh mein Gott! Make it rain! Großartig. So, den Magnet auch noch hier rein. Zack. Kreditkarte muss auch noch auf jeden Fall verbrannt werden. Aber ich glaube, das Game war vorher wirklich ein Game für Android, also quasi so eine Art App. Denn, wie gesagt, wenn man eben hier so das Ganze hier rum macht, ist ja ein bisschen wie, ja, man nimmt quasi, ne, den Finger und geht halt so über den Screen. Ich glaube, das war eigentlich das Game und deswegen haben sie einfach gesagt, okay, machen wir es auch noch auf Computer für Steam, denke ich mal. Oh, you're doing so great, but don't worry. Your little inferno is not like other games. There are no points, there is no score, you are not being timed, just make a nice fire. And stay warm in the glow of your high-definition entertainment product. But you can't do that forever. There is bound to be an end. Stay warm, Miss Nancy. Gibt da noch ein Ending? Okay, war mir in dem Fall neu, alles klar. Gut, Sleeping Idol, nehmen wir natürlich, das sieht aus, als ob es sehr gut brennen würde. With another of these, you could build a city. Okay, Moment, da können wir eigentlich mal einen Stamp einsetzen. Stamp. So. Und dann nehmen wir hier, was haben wir hier? Antique torch, be careful not to place it to next to your thatched hut. Good. Jetzt können wir sogar noch was nehmen. Credit card war bisher am besten eigentlich. Please dispose some of your belongings. Achso, wir haben jetzt quasi schon hier volles Inventory, so wie es aussieht. Okay. Dann machen wir das hier hin und nehmen uns nochmal die Credit card. Das war bisher am coolsten eigentlich. Was? Achso, schon mal. Hello? Is there anybody there? You don't know me, but I thought I would tell you. It's so cold outside. I'm all snuggled up in front of my little Inferno Entertainment fireplace. Product placement here. It's so toasty I could stay here forever. Like a hug in a bug in a mug. God. I mean a bug in a mug in a bug. From Sugar Plums. P.S. This is for you. Photo of someone. Direkt verfeuern. Keine Beweise hinterlassen. So, jetzt aber, jetzt will ich die Kreditkarte haben. So, genau. Machen wir ein bisschen Dollar. So, ach, drei Stück haben wir von den Bricks. Okay, dann hauen wir mal ein paar hier hin. Ein bisschen Tetris. So, den Sleeping Idol, den können wir hier hinhauen. Das Foto machen wir natürlich direkt ganz oben hin. Die Torch können wir hier vorne hinstellen. Die Kreditkarte kommt gleich zum Einsatz, auf jeden Fall. So. Okay, diesmal kommt kein Geld raus, komischerweise. Okay, burn it! Ah ja, da haben wir's. Jawoll. Ah, großartig. I love it. Und drei Stamps. Alles klar. Dann kaufen wir uns mal das Wooden Bicycle. Sehr gut. Nochmal die Kreditkarte. Das ist echt am besten eigentlich bisher, finde ich. So, benutzen einen Stamp. Hier rauf. Nochmal einen Stamp. Sehr gut. Bicycle hier mit rein. Sehr gut. Und natürlich wieder Money, Money, Money! Money! Sehr gut.
So, what have we here? Hello, it's me again. It smells like something's burning. Did you get a little inferno fireplace too? It seems like everyone has one these days. Everyone I know has one. And everyone I don't know has one too. Burning stuff is pretty fun, but be careful. The instructions said there is something even more dangerous than fire. But I burned them. So we'll never know. From your new friend, Sugar Plumps. Sehr gut. Also der Humor des Games ist auch echt. Gefällt mir sehr gut. Das ist super. So, Toy Pirate auf jeden Fall auch noch. Genauso wie Someone Else's Family Portrait. Ja, burn it. Kreditkarte wieder. Instant Seed Pocket. The joy of gardening without the inconvenience of sunshine or effort. Das ist echt das Schlimmste daran. Schade, I'm sorry, I got too excited. Ich glaube ja, ups. So, hier, zack. Rein mit der Kreditkarte wieder. Das macht halt echt das coolste Feuer, finde ich, ey. Das Instant. Someone Else's Combo. Ah ja, okay, ja. Ich verstehe schon. Na, komm. Pirate, rein mit dir. Keine falsche Bescheidenheit. Jar of Fireflies. You won't want to open it in the morning. Das ist ein bisschen fies, aber okay. Nehmen wir mal das Toy Bicycle. Das war auch nicht schlecht. Hier machen wir wieder den Stamp. Gibt aber kein Achievement anscheinend hierfür. Schade. So, ciao. Fireflies hier rein. Ah, schade. Ich mag Fireflies. Ah ja. It's me again. I already burned all my stuff. Will you send me something? I need some more Fireflies. Drag a little ciao Fireflies right here into this envelope for me. Okay, thanks. Okay, machen wir noch. Das dauert aber, glaube ich, wieder ein bisschen, bis wir welche ready haben, oder? Ja, ein bisschen. Was haben wir hier? My pictures. You can burn the pictures, but you can't burn the memories. Oh, okay. Da kann ich... Ah. Okay, alles klar. Das sind quasi Bilder von mir. Ja, hier. Können sogar mit Facebook anscheinend verbinden. Das ist auch nicht schlecht. Sag ich das jetzt? Ja, ne? Ja, okay. Wird noch kommen. Jetzt müssen wir nur kurz warten, bis wir hier wieder die... Da haben wir die Fireflies. Kaufen wir... nehmen wir mal die Bricks. Die haben mir auch sehr gut gefallen bis jetzt. Lassen uns das direkt mal hier, das hier war's, liefern. Das kann ja warten hier, die Fireflies, die müssen wir ja eh noch ablegen. Ah, ein bisschen Popcorn, ne? Ja, ein bisschen Popcorn ist nie verkehrt. Hier haben wir meine Dota 2 Stats, die waren sogar sehr gut. Oh mein Gott, das wird aber eine ordentliche Stichflamme hier. Ah, nee! Giant, das war ein Fehler. So, hier ein bisschen Popcorn rein. Noch ein bisschen mehr. Damit es ordentlich knackt hier. Genau. Sehr gut. Moment, das können wir auch noch hier verbrennen. So. Schön an der Seite. Nie vernachlässigen die Seite. Das ist das Wichtigste. Also ja. Fireflies. Bam. Und hier haben wir Spider Egg. Ja, Spiders generell immer kaputt hauen. Die sollten hier nicht überleben, auch nicht an Weihnachten. Schade, das sieht man noch ein bisschen. Oh mein Gott! Ja, das ist genau wie mit den Fireflies. Also, die Peter wird das Game, glaube ich, nicht wirklich hoch ansiedeln, so wie es aussieht. So. Fireflies. Send. Sehr gut. Schul Bosano, Celebration Bus. Zoom, zoom, where does it go? Only the bus driver knows. Oh, hier haben wir noch was. Blankety Bank. Give out the pretend loan since the late 80s. Okay. Und nochmal ein bisschen was davon. Okay. Das können wir uns wieder direkt liefern lassen. Das kann noch ein bisschen warten. Und rein damit. Rein mit der Korruption. Oh, shit. Das ist richtig gut. So, YMCA auch nochmal hier rein. Aber das alles schön langsam Feuer fängt, das ist schon echt cool. Okay, thanks. Thanks you for my new fireflies. Each one was like a little wish. I set them free to see where they could go. But they all burned up. We knew they wouldn't last forever. Oh, I got you something, okay? It's attached. Just flip over the ladder. Flip it. Flip again. Okay, here it is. It's for you. Super. A paper heart. Aw. Würde ich eigentlich gerne behalten. Was haben wir hier noch? What? Little Inferno is filled with secrets and I just found one. Don't worry, I won't tell you. That would be a spoiler.
but it's really good. Okay, I'm just going to draw something here. Ah, okay. Das Herz brauchen wir dafür wahrscheinlich nicht, aber ein Wecker und die Blume. And tell you, do not, definitely do not burn those two things together. And there are more. More combinations that than can ever be listed. Love sugar plums. Genau, das war das hier. Und das hier, alles klar, gut. So, das hier auch nochmal mit rein. Wobei ich gerne nochmal hier die City Loan Dinger hier hätte. Bam, bam, bam. Das hier war es, genau. So, das letzte haben wir anscheinend auch gleich unlocked. Moment, was ist das hier? Achso, ja. Der Katalog wahrscheinlich. Okay. Damit hätte ich in dem Fall nicht gerechnet, aber okay, alles klar. Wer braucht schon Bildung heutzutage? Television, you can change the dial, but there is only one thing on. Definitiv weg mit dem Fernseher. Braucht kein Schwein. Davon nehmen wir uns nochmal schön ein. So, das war das hier und das hier. Moment, was war das hier? Totally recalled toys. Was ist das hier? Achso, hier haben wir die ganzen Kombos. Okay, insgesamt gibt es 99 Kombos. Mhm. Okay. Eines haben wir bisher geschafft. Bike Pirate, das ist klar. Springtime, Generations, Lenders und Movie Night können wir momentan machen. Anscheinend gibt es noch ein paar mehr Fine Tumor Kombos. Ah, ich glaube, dann bekommen wir dieses Magazin oder diesen Katalog und damit bekommen wir eben mehr Sachen, die wir verbrennen können, also andere Sachen. Momentan haben wir eben nur die hier. Verstehe, verstehe. Springtime. Hm. Ah, gut. Toy Pirate ist klar, ne? Also Pirate und dieses Bike auf jeden Fall. Ja, komm, machen wir das hier. So, das hier und das hier sollten wir zusammen verbrennen. Springtime Combo! Yeah! Und rein mit dem Fernseher und nochmal schön ein bisschen Money abholen hier mit dem Teil. Oh yeah. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es übrigens ein kleines Combo gibt zwischen dem hier und, was hat das hier? Achso, ja, das war ein Poster. Das hier und das hier eventuell, weil das sind zwei Sachen, die auf jeden Fall leben. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das eventuell noch eine Combo gibt. So, das hier und das hier. Na komm. Nee, anscheinend nicht. Aber trotzdem hören wir nochmal schön die... Mein Gott. Schön nochmal die Schreie vor dem Ende. Immerhin das. Ist ja auch was. So. Noch ein bisschen Feuer hier. So. Moment, das war das. Das hier brauchen wir und das Bike. Wunderbare Shopping-Musik übrigens auch hier nochmal. Hiervon war. Ups, ne. Nochmal die Kreditkarte. Ach, die beiden Poster vielleicht noch, ne? Ja, aber nur noch eine Sache hier frei, deswegen warten wir mal eben noch. Die beiden Poster könnten auch noch was. Oder Fotos könnten auf jeden Fall auch noch eine kleine Synergie bringen. Ah, stopp, halt, Moment. Das noch mit rein. Gut. Alles klar. Und rein nochmal mit den Moneten hier. Yes! Muss aber sagen, die coolste Explosion ist auf jeden Fall der Bus. So viel ist schon mal sicher. So. Ja, ich glaube, das war definitiv ein Game für Android bzw. für Smartphones. Weil, ne, gerade auch diese Kombos, das kennt man ja auch davon. Nur, dass halt die Sachen hier von wegen App Store und so weiter wurde anscheinend entfernt. Wer sich noch an Jack Lumber erinnern kann, das Game, was ich mit dem lieben Otter gespielt habe in Giant vs. Schwein-Duell, was ich übrigens gewonnen habe, da war das ja auch quasi ein Game für Android, nur war es eben ein relativ schlechter Port, weil man eben auch die App Store-Geschichte eben auch noch nicht beendet hat. Oder weil man die nicht entfernt hat mit den App Stores. Das ist ein Binding of Isaac-Bild, warum nicht? Nehmen wir das. Und dann nehmen wir noch das. Wunderbar. Oh, guck mal, hier, yeah. haben wir sogar einen subtilen Hinweis, was eventuell eine Combo sein könnte, glaube ich. Alles klar. So, einen Stamp haben wir noch, den können wir einsetzen. Nochmal hierfür. Halt, Moment. Bevor wir hier alles willkürlich reinwerfen, warten wir nochmal kurz. Genau, das hier und das hier. Ist es eine Combo? Anscheinend nicht, aber das können wir jetzt nochmal hier entfernen, das ganze, die ganze Kohle. Oh, envelope. Breaking weather reports. It's gonna be another cold one, folks. The snow's been coming down faster and faster. Every day colder than the last.
that can't last for... Build a nice cozy fire and stay warm inside, folks. Yeah. Reporting from the water balloon, over the smokestacks, over the city, the weatherman. Sehr cool. Okay, mal gucken, ob das hier wirklich eine Combo ist oder ob die mich hier irgendwie... ob die mir irgendwas wollen. So. Und hua! Expelliarmus. Hm. Anscheinend doch nicht, ne? War anscheinend doch keine Combo. Ah, Moment, was haben wir denn noch? Haben wir da irgendwo einen Hinweis? Generations, Lenders. Lenders, Moment. Das ist auf jeden Fall einmal Kreditkarte. Ah ja, ich weiß schon. Das hier und das hier wahrscheinlich, ne? Sind zumindest die Sachen, die auf jeden Fall, die ich mit Kohle assoziieren würde. Aber die beiden... Ich glaube, Batteries haben wir noch nicht benutzt, deswegen wurde das vielleicht so subtil darauf hingewiesen. Das kann gut sein. So, Kreditkarte ist da. Sehr gut. Ich versuche die Kombo hier direkt nochmal. Kann ja sein, dass ich hier dass das irgendwie falsch gemacht habe oder so. Weil das Poster habe ich, glaube ich, schon benutzt. Da bin ich mir ziemlich sicher sogar. Mach das mal ein bisschen näher an die Dinger. Hm. Anscheinend nicht. War anscheinend ein Hoax. Oder ein Scam. Lenders Combo. Yeah. Sehr gut. Ich glaube, einen brauchen... Ah, Moment. Hier oben können wir auch direkt drauf zugreifen, sehe ich gerade. Movie Night. Movie Night. Movie Night. Hm. Ich würde sagen, das hier. Ah ja, natürlich. Die beiden. Macht Sinn. So, Expresslieferung auch nochmal. Up the ass. Schick mal direkt her. Netflix and chill. Okay. So. Und chill, bruh. Chill. Yeah. Alles klar, dann schauen wir mal, ob ich hier richtig gelegen habe. Ob wir das jetzt hier unlocked haben. Ja, sehr gut. Und hier haben wir nochmal eine ganze Ecke neuer Sachen, die wir jetzt kaufen können. Wir haben einmal zu Beginn hier den Raccoon Plushie. So cuddly and adorable, you can't not hug him. Achso, ja. May contain rabies. Space Heater, now made with 30% drier wood. Und Squirrel Whistle, the gentle sound of nature only a firm squeeze away. Fragile Bulbs causes more puncture wounds than the leading brand. Na, nehmen wir mal hier die drei auf jeden Fall mit. Der Kollege sieht auch ein bisschen aus wie der Otter. Glimpse into the heart of darkness. Auf jeden Fall nehmen wir mit. Best Friends Supplement Pills. Banned internationally, but totally safe here. Schöne Sternchen übrigens nochmal. Ja, okay. Netflix and chill, sage ich da wieder nur. Und Feelings Bear Plushie. Any always ready for a hug. Ja, die Plushies müssen wir wahrscheinlich alle kaufen. Aber ich denke mal, da kommen noch ein paar mehr. Sind wahrscheinlich auch direkt 5, dass man die auch schön alle 5 eben dann hier auflisten kann und ins Feuer werfen kann. Sieht ein bisschen aus wie das Ding aus Ice Age, ne? So, schön viel Feuer nochmal machen. Sehr gut. Okay. Einen Ladder haben wir noch. Und ich glaube, dann können wir auch das Video schon beenden für heute. Für dieses Video, für den 24. Oh! You've already found my second catalog. Did you know? Your little inferno comes with a free instructional video. Love, Miss Nancy. Okay. Hey, kids. Do you like toys? Burning! Yep, definitiv. Chimney way up in the sky. It's been snowing for years, and we just don't know why. Our world is getting colder, but there's no need for alarm. Just sit by your fire, burn all of your toys, and stay warm. It's little inferno, just for me.
Yo. Mir ist das übrigens gerade schon zu Beginn aufgefallen. Das Game, beziehungsweise dieses zuerst niedliche, aber dann komplett psychologisch verstörende, hat ein bisschen, auch der Zeichenstil, hat ein bisschen was von Ren and Stimpy. Und das gerade eben hat es auf jeden Fall bestätigt. Das ist sehr kryptisch teilweise, aber ich find's super. Little Inferno Fireplace is pretty much my favorite game. Even though it doesn't make any sense. Buy stuff, burn it, and it gives you more money than when you started. I love free stuff that can't last forever. Oh, I hope they release a free update of Little Inferno Fireplace with pink logs from Sugar Plums. P.S. Shh. That thing in the back. It looks like a face, but it's not. PPS, but it can see you. Okay, dann werden wir die beiden Dinger noch verbrennen, würde ich sagen. Und dann ist es doch ein wunderbarer Zeitpunkt, um zu einem Ende zu kommen. Das war Let's Play oder Let's Show, je nachdem, wie ich es nennen werde. Little Inferno, auf jeden Fall ein Game, was sehr kryptisch ist. Es hat keinen... Okay, Sache ist die. Metascore 68 von 100. Das Game ist, wie schon angesprochen, glaube ich, wirklich ein Game oder eine App gewesen. Genauso wie eben Jack Lumber, was es ja auch auf Steam gibt. Nur, muss ich sagen, gefällt mir das... Moment, können wir die verbrennen? Nee. Nur muss ich sagen, das Game hier gefällt mir sehr gut. Es hat einen sehr kryptischen Humor. Also zuerst denkt man so, ah, oh, ist ja niedlich oder ist auch entspannt. Aber wenn man dann eben so eine Sache wie einen Bus hat, in dem man Leute eben schreien hört, dass man dann eben schön... Dass dann eben auch noch schön explodiert in so einem riesigen Inferno. Oder gerade auch das Video, was wir eben gesehen haben, was relativ harmlos beginnt, aber dann doch so ein bisschen merkwürdig wird. Ist schon sehr gut gemacht. Also mir gefällt's und auch der Artstyle von dem Game. Nicht nur der Artstyle ist super von dem Game, die Musik ist großartig und wie gesagt, so für zwischendurch ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Es gibt auch ein paar Achievements, in denen man dann eben mehr Kataloge bekommt und mehr Sachen freischalten kann. Und in dem Kontext auf jeden Fall ein Game, was es so, glaube ich, nur einmal gibt. Also mir fällt zumindest kein Game ein, was auch nur im Entferntesten so ähnlich ist wie dieses Game. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Pluspunkt. Und ja, das war das erste Video zum Heiligabend-Special. Ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wenn ihr denn wollt, wieder. Und ansonsten euch noch natürlich einen schönen Heiligabend. Genießt die Feiertage. Und ja, es kommen auf jeden Fall noch ein paar weitere Videos. Wahrscheinlich im Laufe der kommenden Tage. Also darauf könnt ihr euch schon mal freuen. And that is not an insult. That is just a fact of life.